Ein Smoothie zum Morgen oder ein Smoothie schnell zwischendurch. Der Frucht- oder Gemüsesaft, der mit Milch oder Wasser gemixt wird, ist gerade im Sommer sehr beliebt. Reine Frucht- oder Gemüsesaft oder eben dann die Smoothies sind auch gesund, aber Achtung, nicht bedingungslos. Schneiden und hacken, dass sich die Gemüsestängel biegen. Bei diesem Kurs wird gemixt und gleich probiert. Die Kursteilnehmer sammeln Inspiration, denn in vielen Küchen gehören Mixer und Saftmaschine längst zum fixen Inventar. Saft trinke ich mit meinem Entsafter eigentlich jeden Morgen einen. Und Smoothie habe ich vielleicht 2 bis 3 in der Woche. Manchmal am Morgen, wenn ich aufstehe, anstatt Kaffee und so, oder zur Nacht für ins Bett. Ich finde es total spannend, weil es einfach eine gesunde Ernährung ist und weil es mir viel bringt. Ich selber trinke es, indem ich weiss, dass ich etwas Gesundes zu mir nehme. Gesund schon, aber wie so oft, die Menge macht's. Stoffwechselexperte Philipp Gerber forscht am Universitätsspital Zürich zu den Wirkungen von Fruchtzucker auf den Stoffwechsel. Den vermeintlich gesunden Smoothie-Trend sieht er mit gemischten Gefühlen. Es ist natürlich so, dass dann von der Menge, die man aufs Mal auch nimmt, häufig ein Maß überschritten ist, was natürlich ist. Besonders der hohe Fruchtanteil in vielen Smoothies sei ein Problem. Klein gehackt statt gekaut gelange der Zucker nämlich schneller ins Blut, kritisiert der Experte. Wir wollen das genauer wissen und machen die Probe. Mit einem ganz normalen Blutzuckermessgerät. Wirkt sich eine unterschiedliche Aufbereitung von Beeren wirklich auf den Blutzuckerverlauf aus? Am Tag 1 gibt's die Früchte naturbelassen als ganze Beeren. Dann gemixt als Smoothie. Und am dritten Tag gepresst als Saft. Schließlich dann noch ein industriell verarbeiteter Früchtesirup. Gemessen wird jeweils am Morgen auf nüchternen Magen. Zuerst im 10-, dann im 15-Minuten-Takt, 3 Stunden lang. Und was ist das Ergebnis des Finger-Beeren-strapazierenden Experiments? Wir haben jetzt die Werte alle eingetragen, haben die Kurve zusammengestellt und startet jetzt hier mit der Beerenkurve. Der Blutzucker steigt nach dem Verzehr der Beeren auf einen Wert von 6,3 und erreicht erst nach etwa 2 Stunden wieder den Ausgangswert. Beim Smoothie steigt der Blutzucker etwas schneller und höher an und bleibt auch länger auf höheren Werten. Beim reinen Saft dagegen ist vor allem der anfängliche Zuckeranstieg noch deutlicher. Der zuckerangereicherte Saft schließlich erzeugt kurzfristig die höchsten Blutzuckerwerte. Nach einer Stunde sind die aber bereits fast wieder normal. Es macht also einen Unterschied, ob die Früchte aufbereitet sind. Je stärker verarbeitet die Beeren, desto schneller sind sie auch im Blut. Und das hat Folgen. Wenn man die Kurven sieht, die einen schnellen Anstieg zeigen vom Blutzucker, der dann wieder schnell abfallen tut, dann ist das schon ein Hinweis, dass halt der Verdauungsprozess sehr schnell geht und dass man einen Sättigungseffekt und gerade einen nachhaltigen Sättigungseffekt, den wir uns ja auch erwünschen tun, da ist, dass das eigentlich nicht gut gewährleistet ist bei diesen Sachen. Schneller im Blut und früher wieder hungrig. Keine Frage, was das auf Dauer mit sich bringt. Wenn man zu viel Fruchtzucker zu sich nimmt, und das passiert eben vor allem dann, wenn man es nicht einfach in Form der Früchte essen, sondern in Form von gesüßten Getränken, von sehr viel Fruchtsaft, dann kann es dazu kommen, dass Übergewicht begünstigt wird oder dass auch schlechte Stoffwechsellagen mit hoherem Blutzucker oder schlechten Blutfettwert gefördert werden. Der genussvolle Smoothie-Trend ist damit nicht nur gesund. Bei mehr als 2 bis 3 Dezilitern pro Tag gibt's neben den wertvollen Nährstoffen nämlich auch eine satte Zuckerportion. Ja, ich denke, ich trinke ein bisschen mehr als 2 Deziliter. Das habe ich nicht gewusst, nein. Das höre ich jetzt das erste Mal, dass es wahrscheinlich nur 2 Deziliter sind. Ich habe gerade mehr gehabt in den letzten paar Monaten. Habe ich nicht gewusst. Ja. Ist interessant. Also ich habe jetzt das als gesund eingestuft und nicht von der Menge abhängig gemacht, grundsätzlich. Gesund bleibt die trendige Fruchtportion als Saft oder Smoothie ja dennoch.
Möglichst viel Gemüse verarbeiten ist dabei ein guter Rat. Dann bleibt der Fruchtzuckeranteil gering. Und hier zumindest schmeckt's allen ebenso gut. Thomas Kiesling, wie viele Smoothies gönnen Sie sich dann so pro Tag? Ja, eigentlich nur selten, denn wenn man eine Frau einen zu Weg macht. Ich tue wirklich das Gemüse und die Früchte so in dieser Form zu mir nehmen, so wie sie dorthin kommen. Herkömmlich. Noch bis um 11 Uhr sind unsere heutigen Spezialisten da, um Ihre Fragen rund um das Thema Bewegung zu beantworten. 08 48 00 23 23 oder im Internet unter srf.ch/puls. Zuwa geht ganz neue Wege bei der Kontrolle von Millionen von Rechnungen. Mit einer neuen Software sollen falsche Abrechnungen und Betrügereien sofort ans Licht kommen. Die ganze Geschichte gibt es im Wirtschaftsmagazin «Eco» ab 10:30. Und jetzt, gerade im Anschluss, berichtet es 10:10 über die Schäden der heftigen Unwetter der letzten Nacht und begleitet Schadeninspektoren in den betroffenen Regionen. Und nächste Woche dann, wir freuen uns speziell, das Puls vor Ort aus Meiringen mit dem grandiosen Pulschor. Dann auch wieder mit der Corinne Waldmeier. Ich danke fürs, da sind wir. Ich danke fürs Interesse und wünsche Ihnen noch einen gemütlichen, schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ade miteinander.